Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von High Rise mit meinem Hotel, also Hotel Halifax. Wir sind ein bisschen in finanziellen Engpässen oder wie man das sagt. Also es ist ein bisschen eng. Und das Hotel hat einfach von der Auslastung ein bisschen zurückstecken müssen. Was natürlich ein bisschen an mir nagt. Aber das kriegen wir schon. Wir werden jetzt hier alles mit Doppelzimmern belegen. 2, 2, 2, 2 und dann noch ein einzelnes, so wie auf dieser Seite. Die Frage ist, ist das pro Person gerechnet? Irgendwie komme ich mir so beobachtet vor. Ups, sorry. So. Wir können auch gerne unser neues. Hoppala. Unser neues Tool ausprobieren. Womit man sehen kann, was alles gebucht ist. Das heißt, das neue Zimmer ist schon gebucht. So. Was machen wir mit dir jetzt? Kaffee. Wir haben gestern keinen Gewinn gemacht. Ja, dafür kann ich nichts. Wir sollten zwingend gucken, dass du sauber wirst. Das wäre so meine Idee. Das machen wir gleich. Tak, 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 tak. Bisschen renovieren. Bisschen drüber streichen. Dauert aber lang mit dem bisschen. Aber ich möchte auch irgendwann das Ziel erreichen, das hier oben steht. Dass ich 1000 an Mietziel reinkrieg. Und wir machen noch ein paar Büros, die einfach finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Aber eigentlich will ich das nicht. Ich will keine Büros haben. So, wie sieht's jetzt aus? Einnahmen gestern, Einnahmen heute. Ja, super. Es ist nicht viel mehr, aber es ist was. Und du hast heute 113 gemacht, also beschwer dich ja nicht. Jawohl. Ach so, Mietziel. Ja, das werde ich aber nie erreichen, liebe Leute, wenn ich keine Büros mache. Ein kleines Büro. Da komme ich nie auf die 1000. Wieso kann ich keine annehmen? Hab kein Geld. Kommt schon. 78, 78, 83, 88. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen.
78, hallo und herzlich willkommen. Dann wird es halt da wieder ein bisschen mehr. So, jetzt machen wir 1000 pro Tag. Sehr schön. Strom. 99%. Meine Katze ist on the fly. Muss ich jetzt dann gleich rauslassen da. Ja. Gell? Okay. Ah, sie will raus. Ich pausiere mal ganz kurz. Bis gleich. Und was ich da jetzt schon erkennen kann, wir brauchen Strom. Strom, 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 Strom. Wir setzen da nochmal so einen kleinen Generator dazu. Dann haben wir wieder genügend. Oder? Haben wir genügend? 66%. Ja. So, dann zahlt sich nämlich der Kopierservice hier auch wieder ein bisschen mehr aus, denn wir es uns so zahlen müssen. Also, solange wir hier noch freie Plätze haben, warum nicht? Aber das Erdgeschoss ist halt dann schon sehr bedient. So, was ist da jetzt? Zustand ist sauber. Ja, bis morgen. Tschüss. Die bösen Smileys sollten halt irgendwann mal weggehen. Ist nicht gut fürs Geschäft. Mit den bösen Smileys. So, jetzt haben wir wieder Geld. Jetzt können wir wieder was machen. Ich glaube, ich lasse noch einen Tag rüberlaufen. Die Buchung wird wahrscheinlich wieder voll sein. 26 von 26. Die Hotelgäste sind zufrieden. Wir werden oben da jetzt gleich mal wieder einiges an neuen Zimmern bauen. Dazu schauen wir aber, dass wir das abrechnen lassen. So gut als. Du hast gemacht 104. Gut. 219. So. Wir können bei dir jetzt mal 100% verlangen. Der Paket, der Kofferdienst. Ist auch cool. Okay, 800. Nicht viel. Aber zwei sollten sich ausgehen. Zwei Doppelzimmer. Doppelzimmer, jawohl, Doppelzimmer. Locker, da, also. Wir müssen ja noch Strom, Wasser und Klima reinsetzen. Sonst sind sie ja alle nicht zufrieden. Jetzt guck mal nochmal durch. 70%. 66%, 71% und 100 bleiben uns über. Die Putzbrigade
Ist wieder on the move. Jetzt haben die auch richtig viel zu tun. Ist schön. Ist echt schön. Reserviert. Eigentlich alles bis auf unsere neuen Zimmer. Kontrollieren wir nochmal. 70%, 66%, 71%. Fünfhundertneunzig an Mieten. Die wollen mir. Also ich muss echt. Muss ich das. Was mit der Miete? Das kann ich nicht. Tut mir leid. Einfache Büros, das kann ich auch nicht. Ich bin ein Hotel und nichts anderes. Derzeit. Dadurch kann man in jedes Hotel unten einen Supermarkt reinbauen und Büros und Eigentumswohnungen und. Ob das der Sinn der Sache ist, ich weiß es nicht. Wir können wieder weiterbauen. Jetzt ein bisschen im größeren Stil. Bitte, danke. Wir machen jetzt den obersten Stock fertig. Mit Zimmern. Achso. So. Dann noch das Einzelzimmer. Zack. Zack. Das ist eigentlich Wahnsinn. Man investiert 167 und bekommt das dann jeden Tag, wenn es belegt ist. Also wirklich jeden Tag. Okay, ich hab's durchgezogen mit der Klima. Das heißt, das eine Einzelzimmer bekommt dann auch eine Klimaanlage. Und jetzt wuselt's eigentlich schon richtig. Überall ist was los. Oh. Das sieht auch nicht mehr gesund aus. Da mal ein bisschen in die Renovierung investieren. Vielleicht mal wieder die ganzen Zimmer in Ruhe durchgucken. Da gibt es auch manchmal ein Zimmer oder zwei Zimmer, die nicht mehr unseren Standard entsprechen. Die sollten wir dann eigentlich schleunigst auch gucken, dass wir sie renovieren. Aber es sieht eigentlich mittlerweile relativ gut aus. So, 90% bei der Klima, die bräuchten wir dann neu. 75 Wasser, das würde noch gehen. 76 Strom, das würde auch noch funktionieren. So. Wir gucken auf die reserviert. Ja. Das sind noch einige Zimmerchen frei. Die nicht reserviert haben. So, mal gucken von der Uhrzeit, wann die Leute die Zimmer reservieren. Bleiben wir jetzt einfach mal drauf. Jawohl. Batsch. Okay, über Mitternacht. Bis auf zwei Zimmer ist alles vergeben. Ne, bis auf drei Zimmer. Und der Lift ist schon wieder kaputt. Der neueste. Was ist denn da los? Jetzt
Zwei-Zimmer-Apartment. Nee, das brauche ich nicht. Umzugsbüro. Mieter innerhalb ihres Gebäudes zu koordinieren. Aha. Abfall. Türen, Einrichtungen, Lobbys. Ich habe keine Lobby, aber ich könnte hier vorne eine machen. Natürlich theoretisch. Jetzt geht's rund, was das Geld betrifft. Zimmermädchen arbeiten wieder an den Zimmern und da haben wir 213, das ist gut. Und da haben wir 140, das ist auch gut. Die zahlen brav Miete. Die Büros sehen jetzt schon so schäbig aus. Interessant. Ist echt interessant. An der Belegung hat sich nichts geändert, oder? Ne. Das heißt, das machen sie Mitternacht. Da sieht man dann die generelle Belegung. Und die Zufriedenheit dürfte eigentlich auch relativ okay sein. Ja. 81%. Mit denen kann man auf jeden Fall leben. Mit dem kann man dann auch wirklich wieder was machen. Und das Geld ein bisschen finanzieren in einem Veranstaltungsraum oder weiß der Teufel. Schwupps. Haben wir schon wieder 2600. Es wird Zeit für den nächsten Stock. Einfluss, Betrieb, Tourismus und Reise, Veranstaltungsort. Ah! Hier. Sie können Konferenz- und Veranstaltungsraum bauen. Eventleistungen freischalten. Jawohl! Dann machen wir gleich die Casino-Lizenz dazu, die Hotelverwaltung dazu, Konzerte und Tagungen, ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber da haben wir jetzt einiges mehr, was wir, oh. Eine Bar. Jetzt muss ich die Miete wieder rausschmeißen. So, da kommt wieder der Cashflow. Zack, 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 zack. Housekeeping bis 13 Uhr haben sie fast alle Zimmer fertig. Das ist gut. Irgendwann werden wir wahrscheinlich ein zweites Housekeeping brauchen, weil einfach die Masse an Zimmern so gewaltig groß ist. Was ich mit dem machen soll, erhöht den Zimmerpreis und die Menge der Besucher für den folgenden Tag. Aktiv ist, sie haben Probleme mit den Zimmern, oder? Romantische Zimmer. Buchungsagent. Aha. Aktionsangebote, Hotel und Gastronomie, Betriebe. Das brauche ich eigentlich nicht, weil das Hotel ist voll. Wir können auch gerne nochmal gucken. Ja, wir sind total ausgebucht. Das heißt, wir könnten theoretisch noch viel, viel mehr
Zimmer bauen. Was wir wahrscheinlich auch gleich wieder machen werden. Wir ziehen das jetzt durch. Ratzfatz. Neuer Gästelift. Neuer Mitarbeiterlift. Und los geht's. Veranstaltungsräume, ja. Ja. Die haben da jetzt immer den ganzen Tag zu tun. Währenddessen kann ich mal den Stromverteiler, den Wasserverteiler raufsetzen. Und dann mal gucken, dass jeder Wasser hat. Klima. Und Strom. So, be prepared. Das Video dauert jetzt schon viel zu lange. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.